Banjo, besser bekannt als Playboy 51 aus Reinickendorf, ist eine deutsche Trash-TV-Ikone. Plumpe Anmachsprüche und Pöbel-Rap verhalfen ihm damals zum absoluten Kultstatus. Und heute? Wir haben meine Kollegin Carolina Kaminska nicht etwa zum Interview, sondern auf ein Date mit dem Supermacho geschickt. Ihr Auftrag, mal so richtig auf Tuchfühlung gehen. Warum sie dabei mit ihm sogar im Bett landet und was der Playboy zum ersten Mal über sich verrät, das sehen Sie jetzt. In Herzensangelegenheiten bin ich als Reporterin ja des Öfteren unterwegs. Vor dem nächsten Dreh geht mir aber ganz schön die Pumpe. Denn ausgerechnet mit ihm hier werde ich ein Date haben. Der Kult-Playboy 51 aus Reinickendorf, Sinnbild des prolligen Machos, bekannt durch solche Pöbelauftritte. Was soll ich mir da vor? Warum soll ich da vorne mal essen gehen? Was ist das? Weißt du, warum soll ich zu Hause hier, guck mal, die Alte sagt zu mir, geh mal das machen. Brauch ich nicht, ich hab das nicht nötig, Mann. Die Weine sehen mir richtig geil aus. Die Mädels sind richtig schön. Schön bombenmastige Teile auf jeden Fall. Meine Mädels, wer liebe ich am meisten? Du sag mal. Ich bin der Playboy, der übersatte Renner. Ich bin einfach der Geilste und ich bin ein Thronkenner. 51 steht auf meiner Brust geschrieben. Das Image des ewigen Playboys. Ich kann alle Frauen haben und zwar so. Und am Ende ist man dann trotzdem alleine. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Um das herauszufinden, treffe ich ihn zu einem Date und nicht wie sonst zu einem Interview. Und so viel sei schon mal verraten. Es wird mir gelingen, hinter die Kunstfigur des Playboy 51 aus Reinickendorf zu blicken. Das hat mir einmal einen Job verpasst und das hat mir 2 Jahre gedauert. Ja? Und das hat mich dann erwachsen gemacht. Kurz vor unserem Date treffen wir Tanju Kalikiran, so sein echter Name, beim Hübschmachen in einem Berliner Barbershop. Wie unsere Verabredung aussehen wird, das weiß nur er. Ich weiß ja nicht, wie Caro so ist, ob sie es mag, massiert zu werden. Playboy 51 ist ein Gentleman geworden. Yeah! Ist das so? Vor unserem Kennenlernen bin ich ziemlich nervös. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Das macht mir durchaus Angst. Also ich glaube, so ein absolutes No-Go fürs erste Date wäre, wenn er mir jetzt irgendwie körperlich vielleicht zu nahe kommen würde. Also wenn er jetzt irgendwie lange Finger bekommt und anfängt zu fummeln oder so. Nun ist es soweit, wir lernen uns das erste Mal persönlich kennen. Was wir machen, weiß nur der Playboy. Ich fühle mich ein wenig ausgeliefert. Ja, schön dich zu sehen. Moin, wie ist es? Super. Ja? Wir haben heute was vor. Eine Massage steht auf uns zu, ja? Ja, wir gehen eine Massage. Nach dem ersten Schockmoment lasse ich mich drauf ein. Schließlich will ich wissen, wer wirklich hinter der Kunstfigur steckt. Auf welchen Typ von Frau stehst du? Also darf das jetzt also eher natürlich oder eher so mit aufgespritzten Lippen und so? Also ehrlich gesagt, natürliche Frauen sind sehr wichtig für mich. Ja, nicht nur aufgespritzt oder Silikonbrüste, das geht gar nicht bei mir. Und während ich noch hoffe, nicht in sein Beuteschema zu passen, geht es auch schon direkt zur Sache. Voller Körperkontakt bei der Massage. Für mich eine riesige Überwindung, den Playboy nun auf den Pelz zu rücken. Wie ist es für dich? Hattest du schon mal so ein Date? Nein, das erste Mal, Caro. Also, irgendwie tut das gerade nicht so dich leiden zu sehen. Und während ich überraschenderweise Spaß habe, wirkt Tanju auf mich fast schon zurückhaltend. Und tatsächlich, sein letztes Date liegt schon 2 Jahre zurück. Als wir im Anschluss durch Berlin schlendern, möchte ich natürlich wissen, was er heute über das denkt, was er einst über Frauen gesagt hat. Was ist das? Matratze. Das ist ja so eine Tour. Ich krieg jetzt so eine Berlin-Tour, ja? In dieser doch sehr ungewöhnlichen Situation vertraut mir Tai schon etwas an, was er bisher noch nie mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Ich habe auch eine Tochter, sie ist 22, ja, und ich bin ein Papas Liebling. Sie liebt mich, aber ich komme super klar. Und mit der Mutter des Kindes? Also ich habe guten Kontakt. Wart ihr denn zu lange zusammen? Ja, sehr, sehr lange. Seine Familie hat er also verheimlicht, um mit dem Image des ewigen Junggesellen Geld zu verdienen. Taijo behauptet, dass es den echten Playboy nie gab. Er sei alles immer nur gespielt. Offensichtlich fällt es ihm schwer, darüber zu sprechen. Nervös fummelt er an seinen Händen rum. Doch bevor es gefühlt zu ernst wird, schlüpft er in seine alte Rolle des Playboy-Prolls zurück. Und besichtigt man da jetzt was? Schatz, lass einfach überraschen, Maus. Yeah. Check that up, sound, everybody. To the Smith in Germany.
Und auch bei unserem letzten Rendezvous merke ich, die Kunstfigur des vermeintlich lustigen Playboys kommt immer wieder durch. So, meine Lieben, es geht jetzt los. Tango tanzen. Chapa, chapa, chapa. Chapa, chapa, chapa. Das ist nicht dein Ernst. Was wird jetzt hier passieren? Wir tanzen, ja? Wir haben eine Unterrichtung und eine Tango-Tänzerin, eine Lehrerin, will uns dann das kurz beibringen, wie das funktioniert zum Tango tanzen. Und das können wir beide mal ausprobieren. Lehrerin Cindy will heute das Unmögliche schaffen und den Tango beibringen. Bei Tango, weiß ich, hab schon was mir angeschaut. Das ist ja so irgendwie so mit Spitzen irgendwie, wa? War das nicht so? Okay, alles klar. Was das bedeutet? Richtig, Körperkontakt. Dicht an dicht mit dem Playboy. Über einen Hip-Hop-Kurs hätte ich mich mehr gefreut. Schritt. Zur Seite. Wir sind außen vorbei. Ja. Rechts, rechts, ja. Achso, rechts, rechts muss ich. Ob wir das wohl im gleichen Rhythmus jemals hinkriegen werden? Müssen wir probieren. Wenn ich das ja auch nicht stimme, ist ja das erste Mal, wa? Wird zwar wahrscheinlich lustig, aber ist doch scheißegal. Brille, kommen Sie, helfen Sie. Die Rolle des Playboys. So ganz kann sich Taijun offensichtlich davon nicht lösen. Auch beim Tanztraining albert er immer wieder rum. Sag mal. Ja, so, und jetzt nochmal. So, und eins, zwei, eins, zwei, so, so. Zumindest meine größte Angst, von ihm angegrabbelt zu werden, bleibt zum Glück unbegründet, obwohl wir uns hier wirklich nahe kommen. Zumindest was Frauen angeht, scheint der einstige Macho seine Grenzen zu kennen. Der Grund für diese Veränderung ist allerdings ein trauriger, wie mir Taijun zum Schluss verrät. Gab es ein Ereignis in deinem Leben, was dich verändert hat? Also, was mich erwachsen gemacht hat danach, ja, wo meine Liebe gegangen ist, ja, meine Mama, ja, mein Fleisch und Blut, ja, meine Seele, ja, ich war ihre Bezugsperson. Und es hat mir einfach einen Job verpasst und das hat mir 2 Jahre gedauert, ja, 2 Jahre, dass ich davon damit wegkomme, seelisch, ja, und das hat mich dann erwachsen gemacht. Mein Date mit dem einstigen Playboy hat mich sehr überrascht. Von dem übergriffigen Kultproll ist nicht mehr viel übrig. Sein Alltag, sein Benehmen, zumindest mir gegenüber, haben nicht mehr viel mit dem Supermacho zu tun. Und das ist auch gut so.